Hallo, die meisten kennen ihn von der Kinoleinwand oder haben ihn sicher schon mal auf irgendeiner Bühne erlebt. Ich freue mich, ist er jetzt zum ersten Mal live bei mir, der Komiker, Schauspieler und Drehbuchautor Beat Schlatter. Ja, Beat, man hat es gerade lesen können, runder Geburtstag gefeiert, 60 geworden. Happy Birthday natürlich von meiner Seite. Große Party gemacht oder eher im kleinen Stil gefeiert? Ja, grosse Party. Also wir sind ja da, also in Zürich haben wir auch immer noch Corona. Ich hätte sehr gerne eine grosse Party gemacht. Nein, also ich muss auch sagen, dass ich stehe ab und zu gerne im Mittelpunkt, aber nicht unbedingt der Geburtstag. Es ist so ein bisschen unverdient eigentlich, finde ich. Und das ist auch der Tag, wo ich sonst ein bisschen laufen und ein bisschen darüber nachdenken, so über das Leben und wo hat man Glück gehabt und wo ist man dankbar. Und da hast du jetzt dieses Jahr auch gemacht? Nein, das ist das Jahr nicht gegangen. Eben, wie es ein runder Geburtstag war, hat Pascal Vero, der mein Management macht, hat gesagt, du, es sind ganz viele Leute, die dich überraschen wollen. Ich bin jemand, der nicht gerne Überraschung hat, darum hat sie mir es eben gesagt, oder? Und dann bin ich dann daheim gewesen und ja, ich habe dann den ganzen Leuten empfangen. Also wirklich gleich ein bisschen Party, kann man sagen, wenn da permanent Besuch gekommen ist. Wie ist das bei dir? Wie gelassen oder nicht gelassen schaust du dem Älterwerden entgegen? Ja, es ist ja nicht etwas, wo bei mir von einem Tag auf den anderen, als weil ich jetzt 60 bin, ab jetzt schaue ich anders aufs Leben. Das ist ja etwas, was kontinuierlich passiert. Und ja, Veränderungen gehören zum Leben. Das ist etwas sehr Wichtiges. Das ist etwas, was man ja auch immer sieht in guten Romanen, die man liest, oder in guten Drehbüchern, auf der Leinwand oder auf der Bühne. Auch wenn es Komödien sind, eine gute Hauptfigur, gut geschriebene Hauptfigur, die macht immer eine äußere und eine innere Veränderung mit. Also, die ist am Schluss von der Geschichte eine andere wie am Anfang von der Geschichte. Sie hat etwas gelernt und ich glaube, das ist also hoffentlich auch bei mir so, oder? Dass ich da eine Veränderung durchs Leben mache und auf gewisse Sachen anders schaue wie als 20-Jährige. Und gewisse Veränderungen können ja jetzt eben auch noch nach 60 natürlich stattfinden. Du hast gerade Romane und Bücher angesprochen. Wir sind hier im Appenzellerland und hier im Verlagshaus Schwellbrunn haben wir gerade in diesem Jahr können ein Buch publizieren, wo du auch eine Rolle drin spielst. Das Aphasie-Experiment heisst das Werk. Es veranschaulicht, wie es Menschen geht, wenn sie nach einem Hirnschlag, nach einer Hirnblutung nicht mehr richtig reden können. Du hast für das Experiment einen Tag lang aufs Reden verzichtet. Magst du dich noch erinnern, wie das war, der Tag? Ja, ich mag mich sehr gut erinnern. Es ist, also ich muss vorausschicken, wenn man in der Öffentlichkeit ist, bekommt man alles Mögliche für Anfragen. Und ich habe zuerst mal geprüft, was ist für ein Verlag. Und das ist ein sehr ein seriöser Verlag. Und Barbara Lukesch, oder, die da die Verantwortung übernommen hat, also wo die Hauptautorin ist in dem Buch, die kenne ich als auch eine sehr seriöse und sorgfältige Autorin. Also für mich ist das klar gewesen, dass das gut kommt. Und einen Tag lang nicht reden, das ist etwas Irrsinniges. Also das war eine wahnsinnige gute Erfahrung gewesen. Und ich finde eigentlich, man sollte einen Schwiegertag machen. Einen ganzen Tag, wo einfach, wie man Geburtstag feiert oder Valentinstag feiert oder und, oder? Was war denn so gut gewesen an Erfahrungen, die du jetzt hier hast können machen an diesem Tag? Ja, man macht komplett andere Überlegungen. Es gibt einfach Sachen, da muss man reden. Man muss einfach reden, wenn das Telefon läutet. Oder man muss raus, ich sage jetzt etwas, geht Toilettenpapier holen oder so. Man muss einfach raus. Und wenn man nicht kann reden, okay, was gibt es für andere Möglichkeiten? Man kann auch nicht plötzlich, und schon gar nicht ich als öffentliche Person, im Laden plötzlich mit dem Verkäufer, den ich jetzt schon seit 10 Jahren im gleichen Laden gepostet habe, und der kennt mich, plötzlich dem einen Zettel anheben und ich muss das haben, oder? Das geht nicht. Der denkt, das ist mir nicht mehr ganz bache. Und man überlegt sich natürlich auch, also was das heisst, nicht können zu reden. Also was heisst das für die Leute, die nicht können reden? Und für einen selber, ich meine, bei dir ist ja die Sprache dein Werkzeug. Also seien wir ehrlich, du könntest wahrscheinlich Schauspielerei nicht ausüben ohne die Sprache. Das wäre absolut unmöglich. Also gut, wenn es nur ein Tag ist, natürlich schon. Aber es ist schon richtig, was Sie sagen. Also ich habe übrigens auch schon bei den Gehörlosen habe ich mich mal dafür engagiert. Und ich kenne es auch, oder, von dort her, was das heisst, mit dem Handicap rumzulaufen. Oder also meine Mutter selber war schwerstbehindert, gewesen, bevor sie gestorben ist. Ich habe sie 3 Jahre gepflegt. Also ich weiß, ich habe einen Bezug zu dem. Was ist denn jetzt am Schluss die Erkenntnis aus so einem Experiment, aus, wenn man einen Tag lang nicht redet? Also entwickelt man da auch eine neue Dankbarkeit für Gesundheit und einfach auch für die Sprache?
Ja, das ist eine sehr gute Überlegung. Das stimmt, das vergisst man eigentlich. Das vergisst man als Gesunde, wie dankbar man eigentlich muss sein, dass man gut sieht und kann reden und hören. Ja, das stimmt. Jetzt, du hast es vorher auch ein bisschen angetönt, wir sind in dieser schwierigen Corona-Zeit, insbesondere schwierig natürlich für die Kunstschaffenden. Wenn dann langsam Lockerungen kommen, abgesehen von so einem Buchprojekt, wo bist du gerade dran, Beat Schlatter? Ja, ich habe eine Komödie geschrieben, «Ob die Post» heisst die, mit dem Christoph Fellmann zusammen haben wir das geschrieben. Und wir haben sie noch können inszenieren vor der Corona-Zeit mit ganz hervorragenden Komödiantinnen und Komödianten. Es geht um zwei Pöstler, die eine Poststelle retten wollen. Weil, ja, es gibt ja viele Postfilialen, die zugegangen sind und immer noch zugehen. Und die wollen einfach mit Liebe und Seele Pöstler bleiben und kommen dann auf die Idee, noch heimlich verdeckt als Sozialdetektive zu arbeiten. Weil sie haben so eine Aktion, die heisst Post bei den Leuten, also wie der Post wie früher, also wo man den Pöstler kann fragen kann, ob er noch schnell etwas Schweres hilft, umlupfen oder Wäsche zusammenlegen, wie das ja der Pöstler in den 60er und 70er Jahren noch gemacht hat. Und so kommen sie in die Wohnungen rein, oder, und sehen, ob dort beschissen wird, bei den Steuern oder eben bei der Sozialfürsorge. Und verpfeifen die dann, oder? Also, und es ist... definitiv ein lustiges Stück, das du da wieder unter das Volk bringst. Wann soll es denn jetzt losgehen? Ja eben, also wie Sie gesagt haben, für uns Kulturschaffende ist, auch wenn jetzt das mit dem Impfen mal endlich durch ist, ist es leider noch gar nicht vorbei. Also jetzt in Zürich, wo wir zwei Monate sollten spielen in dem Theater, das wollen alle, oder? Alle sind jetzt bereit mit etwas Neuem und ich sage jetzt mal, sozialistisch aufgewachsen, da teilt man und da tut man, geht man jetzt nicht einfach zwei Monate, beharrt man drauf. Und das ist jetzt in den Theater natürlich Basel, Bern, Luzern, Chur, überall, oder? Man kann nicht so viel spielen, wie man gerne will. Also wir drücken auf jeden Fall den Daumen, dass es dann gleich früher oder später losgeht. Beat Schlatter, danke vielmals für den kurzen Talk hier vor den herrlichen Kulissen mit dem Sentis und dir einen guten Aufenthalt weiterhin hier im Appenzellerland. Danke, danke vielmals.